So, es geht weiter mit Super Luigi Land. Ja. Gut, mal wieder am Aufnehmen heute. Mal Bock, ein paar zu machen für, ja, jetzt die Woche. Weil wir sogar den 13.2. Und ja, es gibt immer Zeit, ein Part aufzunehmen, weil habe ich ein bisschen in letzter Zeit vernachlässigt, das Ganze. Ich bin auch ehrlich dazu. Ich nehme auch gerade wirklich dann nur Bock auf, wenn, also nicht, wenn ich Vorrat brauche, sondern wenn ich auch wirklich Bock habe. Und der Rest ist halt, ja, Vorrat von dem, was ich habe. Und ja, jetzt in dem Moment habe ich halt Bock, einfach mal eine Folge von Luigi Land aufzunehmen. Ja, und natürlich gehen die Fails wieder los. Okay. In den Cocoa Cliffs sind wir jetzt gelandet. Interessant, dass das so gemacht hat, dass die Dinosaurier jetzt rutschen können. Weil das können die in SMB eigentlich nicht. Okay, das ist eine schlechte Idee. Das ist eine schlechte Idee. Ich glaube, es wäre ganz gut, sich dafür einen Spin Jump zu entscheiden. Überlege auch gerade, ob ein Power-Up eigentlich keine schlechte Idee wäre. Ja, ansonsten, abgesehen von ein paar Fails, es läuft mit dem Fortschritt. Also wir kommen verhältnismäßig ganz gut voran. Oh. Ach du Scheiße, was ist denn? Oh, das ist ein Chase. Oh, what the fuck war das denn? Oh, Chasing Dinos, ey, ist auch noch. Oh, gut, Mittelpunkt. Hab ich noch nie gesehen, aber die Idee dahinter ist echt witzig, muss ich sagen. Die Idee dahinter ist echt witzig. Oh Gott, ey, was geht denn hier ab? Und ich sollte beim Backseam mal recherchieren, wo ich da anscheinend den roten Schalterpalast hab vergessen, weil ja, ich sehe es ja, überall sind diese roten transparenten Blöcke. Das heißt, irgendwo muss ich da einen Schalterpalast übersehen haben. Oh, jetzt zwei von denen. Aber da ist auch schon das Ziel. Ja, das muss ich. Ich muss echt einen Schalterpalast übersehen haben. So drohten. Oder muss ich bei Bexi mal recherchieren? In seinem Video. Er hat bestimmt hier schon den roten Schalterpalast. Mir scheint Gamma V scheint ein Fan von Secret of Mana zu sein. Weil in seinem gesamten Hack überall ist immer mal wieder Musik von Secret of Mana vorhanden. Boah. Monty Chaos hier. Ne, Gamma V scheint echt ein Fan von Secret of Mana zu sein. Wenn er überall schon hier seine Musik davon mit einbaut. Eins der besten RPGs, die ich in meinem Leben für Super Nintendo kennengelernt habe. Ja, und dann kommt wahrscheinlich irgendwann Lufia. Dann kommt irgendwann Lufia, ne? Und die Meinung könnte sich vielleicht noch ändern.
Aber auch hier wieder cooles Design. Muss sagen, der Hack ist stellenweise ist er tricky. Aber es ist kein mega hardcore. Mega hardcore Hack. Ach ja, letztes Mal gab es ja einen Rage Quit, weil mich der Bowser aufgeregt hat. Hab ihn dann aber doch noch besiegt. Mit der Feuerblume, das hat nicht ganz funktioniert, also habe ich ihn dann ja einfach so besiegt. Da habe ich ihn einfach so dann besiegt. Mal gucken, wie der nächste Boss ist. Ich hoffe, es sieht wieder so ein Fiesling. Alter, was geht denn jetzt ab? Der Bumerang-Typis. Interessant. Interessantes Prinzip. Interessantes Prinzip. Verfolgt der gute Gamma V mit seinen Ideen. Bringt teils Sachen in diesen Hack, den habe ich zuvor noch nicht so erlebt. Wie diese rollenden Steine zum Beispiel. Ja, das konnte ich aber nicht wissen. Das konnte ich aber nicht wissen. Dass das so eine Art von Plattform ist. Das war ein bisschen gemein. Oh, ich kann die kaputt machen. Gut, an die kommt man wahrscheinlich, wenn man... Ja, wenn man die Shell da irgendwie... so lang feuert wahrscheinlich. Wenn man die Shell da wahrscheinlich so lang... Ja, der steht ein bisschen blöd, der Cooper. Och, ja. Und die Hitboxen. Die Hitboxen von diesen Kontrollenteilen. Weiß nicht, ob die quadratisch sind oder... Aber ich gehe mal schon aus, dass die irgendwie rund sind. Ein Schlüssel. Interessant. Erstmal ein Secret gefunden. Ah, das führt zum Schloss Cocoa Fortress. Okay, das geht mal nicht rein. Ich möchte mich gerne um den normalen Exit erstmal kümmern. Ja, das war dumm. Und wieder mal Gammel over. Aber der Hack ist sehr kulant mit seiner Speicherei, weil er es ja wieder gespeichert hat. Also jedes kleinste Level, was man schafft, das speichert auch. Das finde ich nett. Das ist ganz fix wieder respawned. Da ist die Kugel wieder ganz fix respawned.
Ja, und da ist Luigi einfach weitergerutscht, was er nicht soll. So, jetzt komm aber. Oh, jetzt ist wieder so die Phase, dass ich mich einfach dumm anstelle. Das ist immer wieder krass, finde, wie Deini so durch die Level rennt. Dann probiere ich's und ja, dann passiert sowas. Wobei sich Bexy auch inzwischen mächtig gesteigert hat. Ein bisschen konzentrieren gerade. Genau, hier war ja vorhin der Schlüssel. Dann ist weiter hinten wahrscheinlich der normale Exit. Genau, da ist der normale Exit. So, perfekt. So, Cocoa Fortress. Oh mein Gott, das ist so ein Level. Oh ja, das konnte ich an. Ja gut, das konnte ich nicht ahnen. Das konnte ich jetzt nicht ahnen. Ja, das konnte ich aber auch nicht wissen. Das. Hört das vielleicht mal auf? Was ist denn hier los? Gott, ey. Hallo? Alter Schwede. Und das finde ich ein bisschen schade, weil die Castles im krassen Gegenteil sind teils richtig fies. Aber die Bosse, also vor allem die kleinen Bumbums hier, sind vielleicht doch ein bisschen zu leicht. Die sind einfach zu leicht. Cocoa Secret One. Riesen Koopas, wie geil ist das denn? Oh, da habe ich instant ein Déjà-vu an meiner SMB3 Lieblingswelt mit den Riesenpflanzen und allem. Geile Sache. Okay, die sind auch mit von der Partie.
Musik ist auch so mega wieder. Die Musik ist auch so mega geil. Er wollte schon wieder ausbrechen. Mega Idee. Megamäßig gute Idee. Ah, okay. Ja, aber ich bin ein bisschen verschätzt. Da bin ich ein bisschen verschätzt mit. Ich bin begeistert, das Level gefällt mir. Das Level gefällt mir sehr gut. Ja, das war. Was war ein Gammel-Over mal wieder? Naja, komm, ein bisschen Zeit haben wir noch. Wir versuchen es mal weiter. Wir versuchen einfach mal weiter. Irgendwas erreicht bekommen. Okay, dann ein bisschen unten lang bei diesen, bei den großen. Lieber ein Spin Jump. Ich als Mini-Mario ist natürlich ein bisschen gefährlich. Oh, das war Glück gehabt. Entweder gibt es hier noch ein Switch Palace irgendwo. Eventuell drin. Weil der ist ja meistens da, wo die eigentlich die Blöcke vor sind. Der ist ja meistens da, wo die ja, Blöcke vor sind. Ja, das war natürlich jetzt blöd. Genau da wieder runtergegangen ist. Oh, da ist schon das Finish. Da ist schon das Finish. Das kommt doch sehr gelegen, weil wir haben nämlich die Zeit ganz gut voll bekommen. Ja, nice, wir haben das Mini-Castle geschafft. Wir haben noch einen kleinen Secret-Level gesehen. Und ja, beim nächsten Mal geht es weiter mit Cocoa Cliffs 3. Dann bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.